Ja, hi, hallo. Ich habe hier mal gerade noch ein Päckchen bekommen. Und zwar ist das nicht von Insta, obwohl es fast dafür ist. Also hier ist ein Ladegerät von der Firma A. Magiessen. Keine Ahnung, ist das für ein, es kommt das jedenfalls aus China. Und das wollte ich jetzt mal auspacken und mit euch anschauen. Also bis gleich nach dem Intro. Also, das ist das Teil. Ich packe das jetzt mal mit euch aus. Ich mache mal eben hier die Kamera so ein bisschen runter, dass man das noch besser sieht. So, wir haben hier eine einfache Box. Ups, da fällt schon was raus. So, hier so ein bisschen Papierkram. Also hier ist so eine Beschreibung. Charging Hub. Nee, Battery Charging Hub. Alles auf Chinesisch. Achso, Rückseite ist Englisch. Okay, also hier so ein paar Informationen gibt es hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig rum ist. Also, das ist das Teil, ne? So, das legen wir mal an die Seite. Dann hier so ein Aufkleber. So, dann, das ist alles da drin. Also ein Kabel. Wie man das so kennt. So. Und jetzt hier noch der Inhalt, der eigentliche Star von dem Ganzen. So, das Teil hier kostet sehr, sehr viel weniger als das von Insta. So, und wir schauen jetzt mal. Jetzt packe ich hier mal einen Akku rein. Ja, das passt auch. Sitzt auch ganz normal. So, jetzt mache ich da doch nochmal Strom dran. Wie das dann aussieht. Dann irgendwas leuchtet. Da bin ich ja mal gespannt. Habe ich denn jetzt Strom? Ja, also hier vorne fängt was an zu leuchten. Ich weiß nicht, kann man das sehen? Ja, ne? Eine blaue LED und eine orangene. So, wenn ich das rausnehme, dann ist nur noch blau. Warum der jetzt die... Aha, jetzt wird sie grün und jetzt wird sie orange. Ach, der testet also, was denn da für ein Ladezustand ist. Also man kann das jetzt hier unten erkennen. Ja, da ist also der Ladezustand. Ja, kann man mal nur abwarten, wie das funktioniert. Aber ich schätze mal, das Ding funktioniert. Und ja, es ist wesentlich günstiger als das normale. Ich schaue jetzt mal eben auf dem Handy. Dann machen wir mal die Bildschirmaufnahme an. Und dann sage ich euch, was das kostet. Amazon. So, meine Bestellungen. Da haben wir das Teil. So, dieses Teil kostet gerade mal 17 Euro inklusive Versand. Na? Also so viel dazu. So, jetzt gehen wir da mal rein und gucken mal. Der wird uns ja wahrscheinlich auch das Originale angezeigt irgendwo, ne? Oder? Schaue ich doch mal eben. Insta 360 Ace Pro Zubehör Ladegerät. So, hier haben wir schon verschiedene Dinge. Also hier ist auf jeden Fall das, was ich bestellt habe.
Das ist dieses hier, ja, wie man hier sieht. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Und falls ihr das auch haben wollt, könnt ihr das hier drüber bestellen. Ich kriege da aber nichts für. Ich habe da noch keine Verbindung gemacht. Aber trotzdem nicht verkehrt für euch. So, mal schauen. Was haben wir denn sonst noch hier? Achso, hier ist das Originale. Ja, also man sieht das hier. Das kostet im Prinzip nichts anders oder besser. Nur teurer. Könnte ich auch haben für 58,99. Schnäppchen, oder? Ich meine, ich verstehe, dass Insta auch was verdienen muss, aber warum machen sie nicht das ein bisschen günstiger? Also, das ist eine große Kritik auch an andere Hersteller. Warum macht man sowas nicht ein bisschen günstiger? Dann verkauft man auch da was von. Also, ich würde dieses Ladegerät nur dann kaufen, wenn dieses andere jetzt nicht funktioniert. Also, es ist doch totaler Wucher. Für so ein Plastikding so viel Kohle. Oder wie seht ihr das? Also, nee, danke. Ich meine, bei allem Respekt dafür, für diese Kamera. Guck mal, der kostet hier das Ladegerät mit einem Akku dazu, ist man bei 100, also bei 101 Euro. Das ist doch echt zu viel. Also, wie seht ihr das? Ich werde euch jetzt mal noch berichten, wie das Teil funktioniert hat beim Aufladen. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich. Jetzt gibt es hier einen Zeitsprung. Also hier könnt ihr jetzt nochmal sehen, wie das ganze Teil aussieht. Ich drehe das hier nochmal, hier von der Unterseite. Da sind jetzt so ein paar Fusseln unten drauf. Das kriegt man aber, glaube ich, nicht ganz runter. Ja, dann hier von der Seite, von hinten. Und ja, ich bin also insgesamt hier von der anderen Seite noch, hier vorne der Schriftzug drauf. Bin ganz gut damit zufrieden. Und ja, insgesamt macht das Ding einen guten Eindruck. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage, inwieweit ist denn jetzt hier nochmal von innen. Es ist auch sehr haltbar, wenn man so insgesamt sagen kann. Ja, so, wenn ich das jetzt hier dran stecke, und fängt die eine Leuchte an zu leuchten. So, ein Akku rein, der scheint voll zu sein. Und ja, ich habe hier aber noch einen. So, der wird jetzt geladen. Also wenn das orange leuchtet, lädt das Teil auf. So insgesamt wirklich eine gute Sache für das Geld, ne? Sitzen auch wunderbar drin. Und ja, es gibt einen großen Vorteil gegenüber dem Insta-Ladegerät, was ich noch finde, außer dem Preis, dass man also, wenn man die Akkus hier drin hat, die viel besser drin sitzen. Ne? Und ja, man kann ja einfach ein Gummi drum machen. Und wenn das dann drum ist, kann man das also auch an eine Powerbank anschließen, was ich dann natürlich als super Lösung sehe. Und somit prima Sache. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich berichte noch mehr über diese Dinge. Also, bis dann. Ciao.